Okay, das kenne ich hier nicht. Shit. Oh no way. Bin ich jetzt hier im neuen Bereich? Wo bin ich? Keine Ahnung, wo ich bin, oder? Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind bei Tag 8 der Streamer-Challenge angekommen und diesmal verschlägt es uns auf Streets, um den Punkten oder eher den Scabs nachzujagen. Sicher habt ihr mitbekommen, dass das Video zu Tag 7 fehlt und das liegt daran, dass ich es aus diversen Gründen leider nicht geschafft habe, an Tag 7 zu streamen und somit auch kein Videomaterial zustande kam und ich an diesem Tag punktetechnisch leer ausgegangen bin. Umso mehr war es wichtig, hier auf Streets ein bisschen was an Punkten gut zu machen und die bekamen wir wieder für Scabs und einen extra Punkt, wenn wir diese mit einem Maschinengewehr erledigten. Da es aktuell nur 2 MGs in Tarkov gibt, die RPK und die PKM. Fili war natürlich auf die RPK, da man an die PKM ja nur rankam, wenn man den Streets-Boss Kabal erledigt. Natürlich gab es wie immer Punkte für 5 Raids in a Row, Streamer-Items und auch für Kabal und seine Guards. Aber da die meisten von euch wissen, dass das nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen ist, habe ich mich mehr darauf konzentriert, im Bereich von Concordia, dem Collapse Crane, dem Bereich von Markroom und dem Theater auf die Jagd nach Scavarinos zu machen, um möglichst viele Punkte abzugreifen. Sind auf jeden Fall spannende Raids dabei rumgekommen und die FPS auf Streets waren diesmal auch völlig in Ordnung. Die Raids vom kompletten Stream habe ich euch wie immer knackig zusammengefasst und jetzt war es das auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Aber wir müssen warm. Egal. Solnitschko, ich antworte dir gleich, wenn ich hier durch bin. Ich glaube, hier ist Sackgasse. Ich weiß es aber nicht genau. Ah, in dem Bereich kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Da wird wieder bestraft, dass ich nicht allzu oft Dingens spiele. Aber Streamer-Item könnten wir nochmal. Ja, der letzte Monat musste mit deutschen und österreichischen Leuten arbeiten, Kino anrufen. Es war sehr schön interessant. Es gibt so viele verschiedene Aussprachen in Deutschland. Ab und zu konnte ich etwas nicht verstehen, aber ja, deutsche und österreichische Leute sind sehr freundlich. Ja, und dann hast du auf jeden Fall die richtigen Leute getroffen. Zumindest bist du auf einige gestoßen, die dann halt auch ordentlich sind, wenn du das schon sagst. Kann man hier echt nicht weg? Ist das echt hier ein One-Go-Ding, oder? Ah, ich glaube, ich komme hier nicht weg, ne? Ne, okay, wir müssen hier wieder runter. Schade. Kommen wir hier nicht in die Tiefgarage?
Keine Scavarinos hier bisher. Ja, ein bisschen ungewöhnlich, dass hier nicht ein... Dass hier nicht ein Scabby Boy ist. Ein Scav hier oder was? Ich dachte, ich guck schon mal rüber auf die Baustelle, ob ich ein paar Scavarinos erhasche. Da drüben wird aber geschossen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Nutzt da nichts. Okay, das war One Minus. Pui, was ist denn jetzt los? Okay, nicht schlecht. Was mache ich denn? Ups. Erstmal BT rein. Sind anscheinend gerade erst gespawnt. Waren es echte Leute? Nein, das waren NPCs. Also nicht gut. Waren tatsächlich NPCs. Aber das ist ja auch meine Hauptaufgabe. Spieler bringen mir aktuell, also PMCs, Spieler bringen mir keine Punkte, aber die Scavs bringen mir mit der Waffe hier und den Scav selber sind das 2 Punkte pro Kill. Okay, wir gehen wieder hoch.
sind schon tote Scavs. Das ist nicht gut. Ne, okay. Wenn hier keine sind, dann schauen wir nochmal drüben nach, ob wir hier nicht doch vielleicht noch den einen oder anderen Scav finden. Gerade wenn jetzt hinten gespawnt sind, kann es natürlich sein, dass die jetzt hier auch im Gebäude rumschallern. Schon mal ein paar Scavy Boys. Big City Boys. In the Diddy Boys. Braucht keinen Schwanz gerade, den Shit. So, immer lieber auf den Fight vorbereitet als nicht. So, den warten wir noch kurz ab, bevor wir da rausgehen, sonst höre ich nämlich gar nichts. Irgendwas gesteppt gerade bei mir. Wir warten mal kurz ab, ob der Step nochmal kommt. Und dann haben wir ein PMC hier. Sehr wahrscheinlich. Ne. Okay. Vielleicht doch war es auch einfach eine Ebene über mir oder unter mir. Die Tür war eben offen. Die hat irgendwer zugemacht. Egal. Gut, ich gehe jetzt da unten nicht rein. Da drüben ist wer. Im anderen Gebäude.
Ist immer noch kein Scav. Das kotzt mir jetzt ein bisschen an. Schüsse da hinten. Okay, dann gehen wir zum Theater, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht beim Theater ein bisschen mehr finden. Noch irgendwo ein Scav geschrien. Das war aber, glaube ich, über mir. Hier da hinten ist Licht. Ah ne, warte, das ist die Lampe, die kaputt ist. Ne, okay. Ich dachte, er wäre vielleicht noch hier unten. Ist dann aber anscheinend doch hier oben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig laufe. Ich bin der Meinung, wir kommen, wenn wir hier weiter lang rennen. In eine Sackgasse. Kann man hier nicht durch? Ich glaube schon, oder? Nee, doch nicht. Ja, ich weiß. Kurz müsste man sich eigentlich ein bisschen besser auskennen. Auf Woods, auf Streets meine ich. Ich habe hier richtig den Bock abgeschossen, Alter. Ich glaube, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Ah ja, hier wollte ich lang. Ne, hier wollte ich nicht lang. Doch, hier wollte ich lang. Das ist ja Quatsch. Hier hinten kann man noch lang, oder nicht? Nee, kann man nicht, oder? Bin ich nicht von hier gekommen? Weiß ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt sterbe, weiß ich Bescheid, aber...
Nee, genau. Okay, wir müssen doch hier weiter. Ah, jetzt wird's dunkel, ein bisschen nervig. Ach, scheiße. Sag, Leute, mein Stream ist hängen geblieben. Überall. Ja. Sagt keiner was. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon lange. Ja, Stream ist hängen geblieben. Warum man die Faxen jetzt ab und zu macht, verstehe ich nicht. So. Jetzt müsstet ihr wieder was sehen. Unten oben. Unten. Oben, glaube ich, ist einer. Ja, ich denke, einer ist oben. Oben, ne? Oben. Hier waren auf jeden Fall nochmal welche, das ist schon mal gut. Jetzt rennen wir den Weg nochmal rechts runter. Und gucken tatsächlich. Mhm. Schluck auf, ist nicht mein Freund. Und gucken tatsächlich, ob noch ein paar andere da sind. Es wird zwar immer dunkler jetzt, was es uns natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Aber vielleicht haben wir so auch gerade kurz ein bisschen Ruhe. Zur Not mache ich die Lampe an. Da sind aber immer noch Spielerschüsse. So, ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen was erkennen. Auch wenn es dunkel wird.
Kam ich hier hinten irgendwo durch? Ja. Da ist links was. Okay, also ich bin der Meinung gewesen, ich war drauf. Ich habe jetzt irgendwann voll gesprayt, weil er irgendwie von den Schüssen nicht umgefallen ist. Und es ist BT, also auch wenn er 4er Armor hat, sollte er langsam umfallen. Also, die Wörter sind sehr schlimm in diesem Spiel. Ja. Das glaube ich. Dass sie keine freundlichen Worte für mich über haben, das ist mir schon fast klar. Ja, sie nennen dich sehr schlechte Wörter. Das glaube ich. Dürfen die das denn? Du, das ist... Die kriegen ja schon ihre Packung. So, warte mal, wo wir gerade hier sind. Wir brauchen vielleicht nochmal kurz Essen, Trinken. Das war's aber, glaube ich, schon. Essen. Ich habe angefangen zu sprinten. Oh, ich habe den Sidestep noch... Ich hätte ihn so wegmachen können. Oh, und ich habe noch mal getappt fürs Sprinten. Mann, scheiße. Dadurch bin ich sofort aus dem Angle gegangen. Fuck. Es waren 12 Scabby Boys. Shit. Und dann... geht's nochmal los. So, wir haben jetzt da drüben die Baustelle. Da werden jetzt wahrscheinlich die nicht direkt Scavs sein. Wir gucken trotzdem mal hin.
Ne. Kein einziger Scav. Erste Minute ist aber schon rum. Das heißt, Scav Spawn sollte aktiv sein. Nö. Keine Scavs hier unten. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Hat jemand die Tür aufgebreached? Ne. Ach, ist das nervig. Ja, hier sind ein paar Spieler. Hier sind ein paar Spieler. Es waren vielleicht ein, zwei Scav-Kills für mich. Aber es sind mindestens zwei andere Spieler mit hier auf dem Platz. Ah!
Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Leute. Okay. Sollen ruhig weiter hier reinkommen. Kein Problem. Das sind wie lähmige Farmen. Schießt wieder wer anders auf die. Ja, hier sind viele. Viele Scavies draußen, oben, aber nicht unten. Ich habe ein bisschen Glück, dass die Scabs mir hier zulaufen. Ich habe ein bisschen Glück, dass die mir hier zulaufen. Legenda! Vielen lieben Dank für dein Follow. Legenda wie Gabi. Ich danke dir vielmals. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen mit der besten Rüstung. Und ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Sorry, Bro. Ach, für vorhin? Okay, alles gut. Na, Epica. Streamer Challenge ist hier am Start. Na komm, der eine Scav kann hier noch reinkommen. Und dann gehe ich durch die Tiefgarage. I was there just for that quest 20 looters and you were the last one. Okay. Bro. Everything's fine. It's okay.
Don't worry. I was just there to kill a scavs for the streamer challenge. So it would have been nice to kill some more scavs, but it was my fault to sprint in your arms. I heard you, but I thought I can sprint again because I thought you're far away. But then you were there and I am dead. No. Today's streets. Right. Thanks for the sub and for the follow. I appreciate that. Thank you a lot. And forgive me my bad English. Okay. Ich denke, er hat den Scaverino getötet. You need anything? Only scavs. And I'm not allowed to take help from anybody or anyone. Not in chat or items in-game or anything. I'm on my own and that's it. I can't hear, ich kann nix hören, ey. Don't worry, your English is good. I'm Romanian for a fact, so you probably start hate me now. No. God. I don't hate you. Why? For what reason? Tell me. Ich würde die Scavs ja nach Muni durchsuchen. Ja, du hast recht. Sollte ich machen. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da noch ein Spieler reinkommt, sondern... And, Legenda, you're welcome anyways. Don't worry about that. There's on Scaverino. Ich kann so froh sein, dass er meinen Kopf nicht getroffen hat. What's going on here? Ich kann nur hoffen, dass der Spieler vielleicht ein bisschen was für Muni für mich mit hat. Sonst muss ich hier bald weg, weil ich keine Muni mehr habe. Aber der eine hatte ja eine AKSU, da dürfte, auch wenn schlechte Muni, aber immerhin Muni dabei haben. Tischlein deck dich ja. I do live in UK now, but yeah, no worry guys. GG and have good luck. Thanks, Legenda. For you too?
And don't worry if you're shot, it's Tarkov. No, no way. Level 62. Ah, er kommt mir halt echt gelegen, ne? So, versichert habe ich nichts. So, alles rüber hier. Aber nicht die Waffe, die brauche ich nicht. Der Account hat sich übermorgen eh erledigt, von daher ist mir das egal. So, ich will eigentlich auch gar nicht zu viel mit mir rumschleppen. So, er hat ein bisschen Munition dabei. Ja, und Scabby Boy. Na, jetzt sind hier andere Spieler hergekommen. Not bad, not bad. Tür zu und alle Mags mitnehmen und dann sortieren. Ja, Tür zumachen brauche ich nicht unbedingt, aber ja. War das oben? Ja, ist oben, glaube ich. Ja, ist oben. Eine AKM, da kann nichts für mich drin sein.
Das Dumme ist halt nicht das richtige AK, die richtige AK. Das, was ich bräuchte. Und ich muss eigentlich auch mit der Munition ein bisschen haushalten. Der eine Scav oben hatte 30 Max. 30 Max? Er ist noch. Ja, der ist hier im Gebäude. Oh, hier, ja. Okay. Dann sortieren wir mal eben schnell. Der hatte nichts dabei. Den meinte ich, okay. Ja, das hast du gut gesehen. Und der aber auch, ey. Die Nades sind mir relativ wurscht, die Munition ist wichtiger. Alter! Kurz verjagt, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Munition. Ich überlege, ob ich den Rucksack überhaupt mitnehme. Ich brauche es eigentlich nicht. Genau wie die Waffe. Also eigentlich ist das völliger Humbug. Das Einzige, was ich hieran wirklich richtig gut gebrauchen kann, ist... Inspect das Ding weg. Das Ding ran. Bei den Rest, ich brauche die Kohle nicht. Der kann seine Scheiße wieder haben. Das ist mir alles egal. Das ist alles nur Gewicht. Ich brauche davon eigentlich nichts. Was haben wir hier drinne? Ah, HP. Oh, das ist jetzt nicht so nice.
Dann nehmen wir lieber, hauen wir da lieber die PS rein. Zur Not frisst der Teufel fliegen. Natürlich nehme ich dann lieber die Dingens mit, aber solange ich nicht muss. So, warte mal, wo war jetzt die Kackmuni drin? Hier, ne? Ja. Okay, das ist PS. War hier jetzt noch irgendwo... Hier war noch HP drin. So, noch die 20 Schuss da rein und dann können wir erstmal weiterziehen. Okay. So, reload. Okay, die haben wir da. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Der Typ hier hat Mayo dabei. Wir nehmen mal eben kurz 30 Mayo. Trinken nochmal komplett. Wasser trinken und dann weg. So. Das ist hinten. Wir gucken jetzt noch mal ganz kurz nach oben. Da sind ja so viele gespawnt. Wir gucken, ob noch irgendwas nachgespawnt ist. Nur weil wir was hören. Wir hören die ja die ganze Zeit laufen. Ansonsten gehe ich durch die Garage und dann... Aber wir können eigentlich auch links auf die Baustelle. Okay. Dann würde ich sagen, einmal rüber. Oh,
Leute, ganz ehrlich. Ich hab's nicht verdient. Ich hätte doch so viel Muni gehabt, alles sortiert und dann so eine Scheiße, weil er... Wo ist denn die Granate hingeflogen? Ach, das war links der Spieler. Rechts der Scav hat mich gar nicht getötet, da kam links ein Player-Scav an. Wieder 11. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass diese Nate, die ist geradezu auf mich zu. Ich bin rechts in die Ecke und ich dachte, Junge, das packst du. Nope. Da wäre ich auch schon fast dran verreckt. Habe ich gegessen und getrunken? Oh ja, habe ich vorher noch. Aber wir könnten was zu essen und zu trinken mitnehmen. Essen. Gegen High Level wirst du es morgen erst recht zu tun bekommen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Achso, die war gar nicht lootbar. Glaube Spieler hinter mir. Ach, ich dachte, hier hängt ein Spieler. So vorsichtig, wie der hier rumgelatscht ist. Scheiße. Wie sagte schon mein Vater seinem Hollywood-Streifen, wenn es blutet, kannst du es auch töten. Ja. Das Ding ist, der Scavarino hier oben ist noch da. Also ich schieße tatsächlich so hektisch, weil ich die ganze Zeit denke, ja, was, wenn es ein Spieler ist? Weil hier oben halt auch Spielerspawn ist, in der Ecke.
Hätte ich mal eine Flare gezündet? Hier ist noch ein Scavy Boy oben gewesen. Jetzt hast du wieder nichts von dem. Da. Oben. Red doch mal. Ich glaube, der ist rechts neben mir. Naja. Schön anlegen. I got a bad feeling about this. Just like in the goddamn movies. Wusste ich's doch. Ich wusste es doch. Der Stoß sie in ihre Emo abbrechen. Ja. Ja, es sind noch mehr gespawnt. Da drüben. War das der Scav? Ja, oder? Links von mir ist auch was. Oder ist das unten? Kommt gleich. Links auf Holz. Ja, er sieht mich nicht. Der Engel hier ist an sich ganz gut, ey. Wieder ein Scav rechts auf dem Dingens, glaube ich. Aber der Scav ganz hinten. Über mir. Oh.
Na. Das hat sich aber nicht wie ein Scap angehört, oder? Tobi, der Sound kriegt gerade nicht. Sorry dafür. Ja, wir hauen uns gegenseitig in die Fresse. Ja, ich habe es bloß gesehen, dass es aktiviert wurde, aber der Sound kam nicht. Wahrscheinlich, weil es OBS vorhin abgekackt ist. Sorry, auf jeden Fall welcome! Ich kann mal gucken, ob ich die Dinger mal eben schnell resettet kriege. Ja, sind auf jeden Fall noch ein paar. Нет никого. Der hatte eine AK. Den sollte ich mir vielleicht dann später nochmal angucken. Jetzt schießt gegenüber schon jemand auf die. Oder die Steps sind unter mir. Egal, gucken wir mal unten. Irgendwo hinten. Wie denn der? Ah, da.
Вот беду! Лоль! Während ich geschossen habe, wurde ich angeschossen. Während ich angeschossen wurde. Grüße worden, Hellas, herzlich willkommen. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Wo denn? Scheiße. Keiner von denen hatte, glaube ich, bis jetzt eine AK. Ich renne jetzt aber gleich mal hier unten im Keller ab und vielleicht ist doch einer dabei. Ich sehe den Dude einfach nicht. Oh mein Gott. War hier noch einer? Glaub nicht. Ja, gut, das Ding ist leer. Okay, checken wir mal kurz die Scavarinos. SKS. AKM. О, кепка ебаная! Ебашину кипарика!
So, das finde ich Spieler-Scav. Hat so ein bisschen komisch hier reingeguckt. Hello Titan! Guck mal, irgendein Alert-Ding hier ist nicht richtig. Irgendwas ist gecrashed. So. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Weil irgendwie hab nur ich das Moin Moin gehört. Ich glaube, ihr selber nicht. Irgendeine normale AK dabei. Meine Güte. Ich brauche ein paar Mumpeln, Leute. Den hatte ich, glaube ich, schon. VPO. Kein einziger in der AK. Eine ganz normale AK. Du? Ein AKM, ja, scheiße, das war der. Du hast eine SKS. Das war's an Scavies. Der hat eine Mosin. Der eine Schrotze. Ich hab nicht mehr so viel Mumpeln. Links ist ein Scav, den könnte ich mir noch grabben. Vielleicht hat der eine AK, aber... Er hat halt geschrien, als wenn hier Spieler wäre. Und für einen Spielerfight habe ich einfach nicht... Ich will noch Mumpeln. So, zeig mir bitte... dass irgendeiner hier eine scheiß normale AK hat. Ach, come on, ey. Der hat sich aber voll gemacht. Irgendwo. Crackers wegen zu essen, aber trinken wäre geiler gewesen. Halt mal. Alu-Splinte. Der könnte natürlich noch mehr dabei haben. Как пять тебя служивые!
Bonbon und Zucker. Eine normale AK. Yes. Trinken ist er. Scheiß auf den Bomberkack hier. Ne, scheiß auf den Bandagebomber. Könnt ihr mir nochmal Punkte geben? Halt! Pack doch das 60er Feuer, kann ich doch gleich machen, aber erstmal. So, der hat eine eine Mosin gehabt. So. PS. Ein Scav habe ich hier vorne an der Straße gehen sehen. Ein Scav ist links von mir. Ich glaube, das Scav wird gerade erschossen. Uiuiui. Also rechts von mir kommt noch irgendwas näher. Ich weiß nicht, ob Spieler-Scavs sind oder... Auf jeden Fall schießen die Scavs auf irgendjemanden. Okay.
Essen. Ich brauche jetzt nochmal irgendwann was zu trinken. Vielleicht ist ja hier im Spa-Jar gerade irgendwas. Manchmal hat man hier ja was. Manchmal ist hier was, aber ich glaube, ich habe diesmal kein Glück. Die war ja nur fake. Aber hier außen gab es doch irgendwelche, oder nicht? Brauch nur was zu trinken, dann kann ich gleich weitermachen. Ja, mir erzählen, die war auch fake. Egal, ich habe jetzt keine Lust, hier Zeit zu verschwenden. Ich gehe hinten über Dingens zum Theater. Mensch, mach da auf da. Eine AK? Eine AK, eine VPO. Ja, ist egal. Rein theoretisch sollte ich auf dem Weg hier noch irgendwo was finden. Eigentlich liegt hier überall was rum. Naja, umsonst im Kreis gelaufen, aber ich war der Meinung, hier dürften sonst auch noch Taschen stehen. Hier in die Bude kam ich rein, da könnte was zu trinken sein. Ach komm. Hm? Zigaretten, so die Tasche. T-Plug.
Sei nicht fake. Sei fake. Kein Problem. Ach, hier war ich. Ach, hier war ich am Anfang schon. Junge, allmöglichen Scheiß, ne? Nix, Alter. Pozany, Shimi! Hier steht da auch öfter meine Milch rum oder sowas. Oh ja. Was? Ach, du bist wieder fake? Ey. Vielleicht hat Mr. Nice Guy ja was zu essen dabei. Ja, zu trinken. Yes. Stop Gaming, was ist los? Warum lachst du? Ich brauche das alles nicht. Jetzt habe ich nämlich das abgebrochen mit der Milch, Alter. Scheiße, und die Milch hätte mir so gut geholfen gerade. Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Und wer übrig bleibt, der kriegt die Bohnen. Aha.
dead end. Ich brauche das alles nicht. Eigentlich brauche ich den ganzen Rucksack nicht. Sorry, leider keinen guten Loot. Mini, kein Problem, Alter. Ich brauchte bloß was zu trinken und das hast du mir gebracht. Danke dir und sorry, falls ich dir irgendwas versaut habe gerade, aber ich suche nur Scavs. Mehr ist es nicht. Trotzdem GG. PMC-Player, wenn der Timer rot ist, ist nicht üblich. PMC-Player, wenn der Timer rot ist, ist nicht üblich. Achso, warum zum Teufel wird das 10.000 Mal geschrieben bei dir? Wo muss ich nur überhaupt raus? Habe ich vielleicht einen Exit in der Nähe? Sewer River, Klimov Street. Ich habe keine Ahnung. Sewer River. Ich würde jetzt einfach nur noch nach Scavs gucken. Wenn ich den Rest verliere, ist mir das egal. Ich brauche halt ein paar Points. Und hier hinten sind ja normal immer noch mal ein paar Scabby Boys. Kein Stress, GG. Ja, ich sag's dir. Entschuldigen, ich habe es von Google Translate. Ach so. No problem. Habe ich eine Nade? Ja. Ah, da bist du. Okay. War das alle hier? Empty. Ups. Exit hat dich gestresst. Ach, wo du rauskommst, oder was? Du glaub mir, würde mir nicht anders gehen. Da bin ich gerade tatsächlich sogar ein bisschen froh, dass ich gar nicht rauskommen muss unbedingt hier. PMC. Hello? Anyone here? Ne. Dann lieber schnell nochmal andere Seite rüber. Dann lieber nochmal andere Seite. Einfach nur Scabby, Scabby. 2 Minuten 57. Okay, da ist einer. Ich sehe ihn aber nicht. Das ist zu weit weg. Wo ist Jimmy Capco? Da. Beruhig dich. Hinter mir war auch noch einer. Wo ist er? Was hat er denn geschrien? Rechts. Wo bist du?
Ja, ist gut. Na komm. Da ist noch einer. Komm schon. Noch einer hier? Glaub nicht. Ah, jetzt crashen die FPS zusammen. Ich werde gleich mal Spiel neu starten. Ja, hinter wollte ich, hab vergessen, dass nur offen ist, wenn grün ist. Aber wenn du mich nicht gekillt hättest, wäre es mir genau wie dir jetzt gegangen mit der Zeit. Ja, okay. Aber hättest du wahrscheinlich noch geschafft. Ich weiß nicht, was deine anderen Exits waren. Welchen Rang hast du denn jetzt schon bei der Challenge? Boah, du, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es kommt mir tatsächlich auch gar nicht so heftig auf den Rang an. Einfach, weil ich wegen Arbeit etc. nur maximal 4 Stunden am Tag dazu komme, die Challenge zu bestreiten. Von daher... Ja. Tschüss. Von daher wusste ich, dass ich das nicht sowieso nicht gewinnen kann. Aber ja, man wollte trotzdem teilnehmen. Ne? Meine Leute haben gesagt, ich soll es bitte machen. Trotzdem versuchen, mal gucken, wie weit man als Casual Player kommt. Jemand, der halt nicht die ganze Zeit nur zocken kann, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Warum nicht? Kunde ist König, sagt man immer so schön. Okay, das kenne ich hier nicht. Shit. Oh, no way. Ah, hier war ich noch nie. Hier war ich noch nie. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier hin muss. Bin ich jetzt hier im neuen Bereich? Wo bin ich? Keine Ahnung, wo ich bin, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin irgendwo im neuen Bereich, glaube ich. Also im neuen Bereich. Auf jeden Fall, das ist hier so die Zone. Hier bin ich das erste Mal überhaupt gespawnt. Tut mir gerade ein bisschen leid für den Dude, der dann doof in mein Lucky Spray reingerannt ist. Was willst du machen? Ach, hier drüben ist das Dingens. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ganz wissen, wie ich hier wegkomme, weiß ich trotzdem noch nicht. Okay, Karma. Sniper-Scav oder Spieler? Sniper-Scav, wa? You're such a rat. Don't be mad. I didn't know where I am. What's your problem? That was my first spawn in this area. I just was looking on the street
to know where I am, and then you came from the left side and ran into my front. So what should I do? Let you pass? Oh, or what? Don't be mad. Da aber voll gönnt die, zwei früh, zwei spät, zwei nacht. Ja gut, okay. Oh, no fucking way. Ich weiß es nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo, wo ich nicht sein möchte. Kann das sein? Oh, scheiße, ich kenne mich hier nicht aus, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Leute. 6 Stunden, ich würde am Stock gehen. 16 Stunden, meinst du? Ich würde am Stock. Ja, das war damals. Also, es war anstrengend, aber glaub mir, du hast die 9 freien Tage. Auch lass es davon halt auch ganz normale Wochenenden halt gewesen sein. Du wirst dir dann halt echt zu schätzen wissen. Ach, hier bin ich. Ach, shit. Nice. Ah, fuck. Ja, ist nochmal ein Kack-Spawn. Ich glaube, hier werde ich nichts rocken können. Hatte ja nicht vor, dieses Jahr noch arbeiten zu gehen, aber hat sich so ergeben, machen die Wiedereingliederung dann eine Woche normal und dann Urlaub bis 6. Februar. Bis 6. Februar? Ah ja, du musst ja Urlaub wieder. Das ist natürlich auch nice, ey. Also wirklich ganz ehrlich, von hier aus jetzt da hinten hinzukommen, das ist ein kleiner Krampf, weil ich gefühlt an allen vorbeilaufe, die hierher wollen. Zumindest in die Richtung. War der erste schon hier. Einen habe ich schon gehört. Schade, hätte mal gut werden können, aber da ich mich hier null auskenne, würde ich sagen, werde ich jetzt hier gleich sterben. Was machst du da einfach, Scaps sagen? Ja, das ist an sich eigentlich so der Plan, aber so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht dazu kommen werde. Es ist für die Streamer-Challenge. Scavs geben tatsächlich Punkte.
Einmal Scav, ein Scav, ein Punkt. Mit der Machine Gun hier, die auch noch töten, gibt noch einen extra Punkt, das heißt 2 Punkte plus Scav. Ja, und aktuell ist, wie gesagt, Streamer Challenge, deswegen. Und mein einziger, da ich lebend rauskomme und so ein Kram nicht immer so für sinnvoll bei mir selbst erachte, versuche ich halt einfach eher. Ja, es war ein bisschen Spray, aber ich wusste nicht, ob da vielleicht noch was kommt. Ich wollte ihn einfach nur schnell down haben, bevor ich da doof stillstehe. Mein Personal meint ganz trocken, wollen wir den Urlaub dann eintragen? Ich sag ja, mach mal 29 Tage fertig. Er ist direkt in seinem Stuhl zusammengesackt. Geil. Was bekommst du am Ende? Ich, wenn der erste Platz kriegt ein Streamer-Item, das dann zusammen mit den Entwicklern von Battlestate Games zusammen entwickelt wird oder beziehungsweise designt wird und das kommt dann ins Spiel. Das werde ich auch nicht schaffen, weil, wie gesagt, ich nur 4 Stunden am Tag, wenn überhaupt, dazu komme. Einen Tag musste ich aussetzen gestern und von daher werde ich die anderen Streamer machen, hauen da ihre 8 Stunden täglich voll. Das funktioniert nicht. Ein Fulltime-Streamer, okay, alles klar, der kann das versuchen, aber für einen Casual-Player nicht möglich. Okay. Ein bisschen. Was wäre deine Vorstellung für das Item? Das müsste ich mir tatsächlich dann noch glimpflich überlegen. Ich hätte gern irgendwas mit einer Kaffeetasse. Kaffeetasse und eine Kaffeebohne oder irgendwas. Oder eine Glatzenpolitur. Eins von beiden. Streamhack wieder. Okay, alles klar, wartet. Ja, keine Ahnung, was das mittlerweile ist. Ach scheiße, hier kommt aber gerade irgendwer. Manu, mach doch zu dem Bums. So, jetzt. Müsste eigentlich gleich wieder gehen. So. Okay, warum nicht? Ei mit Augenbrauen. Nee, Ei gibt's schon. Aber mit Augenbrauen nicht. Diablo, du nicht dabei. Streamer Challenge darf ich nicht mit Hilfe machen, sonst hätte ich ihn gerne mitgezottelt. Aber du musst das komplett on your own machen, darfst keine Hilfe durch andere Spieler in-game bekommen oder auch über den Chat. Das heißt, ich darf hier auch keine Tipps annehmen. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer mir Tipps geben will wegen Streets oder sonst irgendwas, darf alles nicht sein. Sehr gut, wäre eh keine Hilfe. Okay. Da kannst du ja so nicht sagen jetzt.
Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber es war eine sehr gute Ansammlung an Scavs, die ich sehr begrüße. Klassentreffen oder was das sei, ich sag's dir. Die einen wollten schon mal anfangen zu kochen, die anderen wollten sich eigentlich gerade hinsetzen. Vor einem Restaurant und nö. Da komm ich denn. Mittlerweile alles ehemalige. Nö. Rodka, 15 Minuten Timeout, warum das? Okay. Ich könnte mal gucken, ob in den Rucksäcken wenigstens Essen trinken drin ist. Das waren die drei. So, warte mal, dann bin ich hier rumgerannt. Hab hier den einen. Ja, die habe ich alle gelootet. Den anderen. Ah, fehlt hier nicht noch einer? Ich kann jetzt gucken, ob hier noch irgendwo Essen rumsteht. Ich glaube, da drüben habe ich noch was gesehen. Ein Cricker. Achso, Zigaretten. Ja, okay, alles klar. Hinter der Bar. Was soll da sonst stehen? Also kippen. Gut, ich glaube, sonst haben wir hier auch nichts, was nochmal Essen sein könnte.
Stream hängt wieder. Aha, fuck, Alter. Ja, es kann sein, dass das durch den Arbeitsspeicher ist. Dass Tarkov das so voll ballert, dass dadurch der Stream jetzt dann reinkackt. Ah, oh, ist das nervig, ey. Müssen wir sonst nächstes Mal ein bisschen eher Bescheid geben. Dann mache ich das, sehe ich das. Ich sehe das manchmal nicht direkt, wenn ich mich aufs Spiel konzentriere. Hast doch sonst nicht Hardware geändert? Nee, nee. Aber das habe ich. Entweder liegt es am OBS-Update oder irgendwas, was vielleicht war. Sonst ist es nicht. Die letzten Tage auch gar nicht. Davor den einen Tag auch andauernd. Also. Ich weiß tatsächlich nicht, wo es herkommt. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wo der sitzt. Es hört sich nämlich so an, als wäre er am am Broken Crane. Ist tatsächlich hier drin. So, mal ganz kurz durchatmen. Sieht aus wie bei uns in Osnabrück. So ein richtiges scheiß enges Parkhaus. Ja, die sind hier, die beschießen sich. Irgendwer hat da Position eingenommen und beschießt auch entweder Scavs oder Spieler beschießen sich gerade gegenseitig. Ja, ist von links rüber. Naja. Naja. Ne, ist ein Scav, der gerade gestorben ist. So, ich werde mich mal kurz sammeln hier. Ich muss pinkeln wie ein Elch, sag ich euch. Wie ein Elch muss ich pinkeln. Kurz warten, dass sie vielleicht weiterziehen, damit ich dann da gleich weiter loslegen kann. Es sei denn natürlich, die machen dieselbe Challenge gerade, dann habe ich ein Problem, dann wird der hier nicht weggehen, sondern schön abwarten, bis der nächste Scav kommt. Das ist ein Scav. Rechts gespawnt. Oben, glaube ich. So, jetzt höre ich wieder draußen. Hoffe, der lacht nochmal, damit ich das orientieren kann, weil zur Not gehe ich nochmal runter in den Keller und natz den schnell weg.
Jetzt höre ich nichts mehr. So. Da wir auch gesehen haben, dass beim Theater ziemlich viele Scavs schon weg waren, brauchen wir da nicht mehr hin zurück. Das heißt, unser Ausgangspunkt ist jetzt nur noch das hier, Concordia und die Baustelle drüben. Und von da aus maximal noch links hinter zur Klimov Street. Und gucken, ob da vielleicht noch was rumhängt, weil guter Loot und so weiter können natürlich seine Scav-Player sind, aber die geben halt genauso Punkte. Aber jetzt ist ruhig. Holz. Spieler. Ja. Okay. Der will sich entweder gerade seinen Guy abholen. Mach keinen Mist, David. Das war eine Ada. So, wie gesagt. Letzte Runde. Wir konzentrieren uns auf Scabby Boys. Das geht so nicht. Nun muss ich auch noch Werbung gucken. Hä? Du musst Werbung gucken? Wie das denn? Du hast doch gesubbt oder nicht? Wo nach Osnabrück meint er? Wahrscheinlich. Oder? Also, direkt vielleicht eine Gegend oder so. Ich höre nichts mehr. Wir horchen mal unten. Vielleicht hat sich hier was verändert. Ich weiß nicht, ob gerade der andere Spieler mir hinterhergelaufen ist. Oder ob noch ein anderer Scav war. Ah, ein Scav, okay. Das ist gut. Сука, ёбнули нашего! Lieber
Aha, das war der Mitte. Eine Saiga 9. Vielleicht hat er noch was zu essen dabei. Och komm. Der Spieler ist tatsächlich da hocken geblieben. Meine Güte, Sneaky. Mach doch wenigstens einen Ton, damit es ein Fight wird. Opa Via Lactea, ja, ja. Ich hoffe, du scheißt hier ordentlich ein mit deiner Laktoseintoleranz oder was auch immer. Scheiße. Nur 17. Nichts gehört. Gar nichts. Nada, niente, nothing. Nicht einen Ton habe ich gehört. Ja, was beschwere ich mich denn überhaupt? Ich hätte es ja nicht anders gemacht. FMJ SE auch mit einer MP7 auch noch.